Oh, die stehen ja auch so zombiehaft da. Das ist ein riesen Wildschwein, ist das. So wie das Gesicht von denen aussieht. Ich glaube, der Schädelknochen von einem Wildschwein sind anders, sei denn der hat noch Haut oder Fleisch drauf. Naja, oder wie so ein Dino oder irgendwas. Nein, das ist eher weniger. Boah, ich fast umgebracht. Ganze Energie weg. Mann. Ätzend so was, ey. Nein! Ihr werdet mich nicht besiegen! Später vielleicht. Aus, er und ja. Sag nicht, er hat getroffen. Nein. Was? Chill Server The Terror. Was? Cold Chief. Chill Server. Nee, Chill Server. Chill Server. Was liest du denn? Also, Cold, wenn man. Chill, Cold, du musst Chill das mal. Wird. Du musst das mal Deutsch lesen, dann... Ist da gerade einer Pupa? Es ist doch nicht... Ich guck hier nicht auf die Namen. Der hieß Pupa. Ja, Pupa. Pupa the Warrior, also Pupa der Kämpfer. Ist ja schon halb putzig. Aber der kommt mir ja gerade was anderes wieder in so eine Fernsehserie. Oh nein. Was? Nein, fang gar nicht erst damit an. Ninja Warriors. Kennst du nicht, oder? Ich direkt mal. Oh, das ist cool. Sorg erstmal dafür, dass du nicht runterkommst. Oh, der schlägt uns voll indirekt. So, ich muss die Kleinen erstmal besiegen. Ah, die Superattacke wolltest du wann machen? Wenn zwei große gleichzeitig da sind. Ah. Muss aber noch eine Weile bis dorthin kämpfen. Ich weiß nicht, ich versuche einfach mal zu überleben. Du versuchst es. Was mache ich denn am besten? Mann! Drache! Welcher? Achso, ja, Spyro. Los! Niemals! Ja. Los, niemals? Wirst du uns schlagen? Oh. Damit rede ich jetzt den Skelett an. Also ist nicht das Skelett? Ja, das Skelett, ja, aber damit rede ich das Skelett an. Das, naja, ist vielleicht auch grammatisch richtig, aber hört sich irgendwie in meinen Ohren ein bisschen komisch an. Nein, ist ja nur ein Let's Play, da braucht man nicht unbedingt Grammatik. Eigentlich schon. Weißt du, was ich mal mache? Was? Naja, wie geht das nochmal? Ich weiß jetzt nicht, wie es geht. Genau, ach, ist egal. Ich müsste es hier ausprobieren. Jetzt, wo du so ein bisschen überleben musst. Ja, ein bisschen. Wie wär's jetzt mit dem Gesprächsthema, was auch vielleicht andere noch ein bisschen interessiert. Und was mich nicht beim Kampf so sehr ablenkt. Ja. Wo sind wir gerade? Nee, das ist ein dummes Thema. Warum haben wir eigentlich... Klar. Warum die eigentlich, haben die eigentlich nur den Oberkörper und nicht den Rest auch? Haben sie verloren. Was? Ja. Die lassen sich Zeit. Ja. Nein, die lassen sich Zeit.
So, das kann jetzt ein bisschen liegen bleiben. Oh, der schießt. Und jetzt! Er haut die beide auf einmal. Haben ja auch zwei Lebensleisten, wenn die ja ihre Rüstung und dann so verlieren. Niemals! Ah, niemals. Fuisi Shiver. Gott, sind das Namen, ey. Wer hat sich das ausgedacht? Man müsste die mal übersetzen. Oh, weg hier. Jetzt, Moment. Ich mach Eis. Nee, ich mach nichts. Ich geh aufleveln. Okay. Ich krieg nichts auf Stufe 3, Mist. Soll ich mal Donner machen? Auf Stufe 2, dann ist dir überlassen. Keine zweite Meinung, das gibt's nicht. Ja, du musst das doch wissen. Ich hab Spiel. Ja, ich weiß doch, was ich machen könnte, was ich machen würde, aber ich weiß ja nicht, was du machen würdest. Ich kann da nichts machen, weil ich da nicht weiß, wie was dann da ist. Ich weiß es auch nicht so ganz genau. Erde ist am stärksten, denke ich mal. Ich weiß nicht. Die Spezialfähigkeiten sind eigentlich immer gleich stark. Glaube ich mal. Ich bin mir da nicht sicher. Ach, Mann. Aber schon mal so 32 Federn ist doch schon mal ganz schön viel. Ja, ist ganz schön viel. Gut, dann mache ich Eis einfach mal. Du hast aber schon in Feuer investiert. Ist egal. Nur so als Frage, meinst du nicht, dass die ein bisschen eisresistent sind, wenn die schon so lange dort überlebt haben? Ja, ein bisschen ist untertrieben, denke ich mal. Die sind alle am Leben. Hey, was ist denn das für Mist? Ah ja, das ist ja auch eine Eisgegend, dort schneit's ja. Fail. Okay, das war jetzt echt fail. Das ist ja echt unfair gewesen. Nichts ist passiert. Das ist bei so einem anderen. Nicht vergessen. Och nee, nicht nochmal. Alles von vorne. Och, jetzt werde ich aber wütend. Jetzt werde ich wütend. Nein. 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 Ich bin voll in die Falle hier. Voll. Ja, super. Ich werde wütend und blöd. Naja, wenn man blinder also gut in den Kampf rennt, verliert man meistens. Jetzt bin ich noch wütender. Seite der andere kann die Wut nicht abwehren und muss nicht schnell genug nachdenken. Dann hat der andere natürlich verloren. Ha! Super Wut zahlt sich immer gut aus. Not. Wenn dir irgendwas nicht passt, werde wütend. Gut, dass du vorher aufgerüstet hast. Jetzt kannst du wenigstens die Erfahrung nochmal alles holen. Das ist unfair. Was? Ich kann ja wirklich voll aufleveln hier. Oh. Was? Ja, mit den Punkten. Die Punkte sind jetzt immer noch vergeben, die ich vorhin vergeben habe. Ja. Kann ich ja wirklich normal gegen die kämpfen und wieder Punkte kassieren. Ist das unfair. Bloß die dritte Stufe verbraucht halt ein bisschen mehr. Was? Mucke. Bam.
Und das Skelett jetzt hinter uns. Aber die Kleinen könntest du theoretisch runterstoßen, oder? Ja, ja, könnte ich theoretisch. Was denn? Ich meine ja nur. Ja, könnte ich theoretisch. Ist praktisch gut, wer weiß ich nicht. Du stirbst gleich. Ja, weiß ich. Nein, hau mich nicht. Ich glaube beim ersten. Nee, du hast sind ja noch zwei. Ja, wenn man die Kristalle da nicht gut einteilt, dann hat man Pech gehabt. Mann! Ich brauch mehr Zeitenergie. Du musst es wohl ein bisschen aufladen. Ah. Wenn so viele kleine sind, die sind nervig. Und der Große ist immer noch am Leben. Dieser Skelett-Dingens hier, dieser Muckpuck. Kama. Shama, oder so. Brennt! Eigentlich müssen die verbrennen. Ja, die nehmen auch Schaden. Ja, aber richtig verbrennen, so dass die ihn sofort weg sind. Da es eine Schneewelt ist, sind die wahrscheinlich die ganze Zeit durch den Schnee ein bisschen nass, da brennen. Aber hier ist kein Schnee. Es schneit. Sind die nicht in ihrem. Nein, hier, es schneit jetzt nicht, es kommen Funken. Asche, so. Oder Funken, je nachdem. Weiß nicht. Asche ist weiß. Nein, es ist kein Schnee, das ist Asche, genau. Wer soll denn die Asche kommen? Da ist nirgendwo ein Vulkan oder so. Und ich glaube, brennen tut er jetzt auch nicht so. Aber guck mal, draußen, wo es geschneit hat, lag kein Schnee am Boden. An manchen Stellen schon. Ja, nein, oder? Dort, wo die sich angefangen haben zu teleportieren, da war doch so eine kleine Fläche mit Schnee. Ja. Und auf den Bäumen. Nein, das war Asche. Wenn also Schnee schmilzt am Boden, wenn jetzt Asche liegen bleiben würde, würde man auch die Asche sehen. Also ist es wahrscheinlich auf Maßen Schnee. Ja, ach ist er. Nein! Och Mann, jedes Mal werden wir getroffen. Ich hasse diese Viecher. Hm. Die lachen immer. So unverschämt. Obwohl die eigentlich gar keine Organe mehr dafür haben. Ach, ist doch egal. So, die lassen sich wieder Zeit, dann kann ich mir mal ein bisschen... Ach nee, ich lass das. Ja, ich lass das, ich mach die gleich fertig. Ich mach mal einen nach dem anderen. Wir haben jetzt die ganze Zeit über den Kampf geredet, so. Ja, ich weiß nicht, guck mal, ein grüner Kristall da außen. Ich kann da jetzt nicht hin. Mann, es zieht nichts ab. Was? Wenn ich angreife, wenn die sich gerade, wo die sich gerade verhandeln, denn so. Schon unfair. Oh Mist, jetzt kommen die schon wieder alle. Und ich habe keinen super Angriff. Ah ja, stimmt, du hattest ja schon ein bisschen im Vorlauf. Nein, oh, es ist unfair. Und jetzt bist du vollkommen alle. Oh. Das ist Mist. Ich brauche jetzt Platz. Ich. Wow, du lebst noch. Ich hätte schon gedacht, das Balken wäre schon wieder hin. War hier so alle weggebatscht. Spyro wird sauer. Wenn ich jetzt schwarzer Spyro sein könnte. Ja, also Dark Crystal Spyro, so heißt er. Wieso eigentlich Dark Crystal Spyro? Keine Ahnung, ist cool. Oh nein, der Eis verwandelt sich. Nein, und wir sind in der Falle. Mist. Ich hab keine Zeit, ich komme hier nicht raus. Hab's geschafft. Hä? Was? Ach, nein, so. Nicht runterfallen! Oh Gott! Bist du jetzt runtergefallen? Nein. Oh. Oh, das sind verdammt viele hier, das sind verdammt viele. Nein, ja. Oh nee, Alter.
Sie ist positiv. Wenn du jetzt nochmal stirbst, hast du wenigstens die lila Energie fürs nächste Mal. Aber die Zuschauer sehen es nicht positiv, weil ich das Mist nochmal machen muss. Also den Mist. Ja, okay, das wäre dann schon. Nein. Ist schon wieder passiert. Bin jetzt nicht mehr, aber... Komm der Kleine mal vor. Ich brauche die Energie. Die Großen müssen... Nein! Och Mann! Die Großen müssen weg. Oh, das war Volltreffer. Zum Glück haben die Großen nur eine Lebensleiste. Ja, aber oh Gott, nein, wenn der uns jetzt angreift. Oh. Nein, der andere holt aus, der holt aus. Oh Gott. Nein, da kommt doch ein Großer, ist ja unfair. Nein, oh nein, nein, wir sind. Oh Gott, Hilfe! Ich will hier weg. Wow, das wäre mal wirklich geringe Lebensleiste. Oh nein! Ey, das ist echt Mist.